Yo Leute, was geht? Flakes hier. Endlich ist es soweit. Meine Party Royale Map hatte ein riesengroßes Update. Und heute werde ich euch verraten, wie ihr in den neuen Tresor kommt, wo sich ein Secret Room befindet und ganz viele andere Dinge, Leute. Also lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und falls ihr auch mal auf meiner Party Royale Map spielen wollt, hier unten ist der Inselcode. Kommt gerne drauf und vielleicht seid ihr so wie dieser No-Skin auch in meinem neuen Video. Kuss geht raus, Leute. Und das erste, was wir natürlich machen, ist meinen Creator-Code Flakes im Itemshop eintragen. Einfach hier heran und auf Annehmen drücken. Steht da mein Name drauf. Ja. Er hat auch meinen Creator-Code eingetragen. Hier, die Map sieht eigentlich so aus wie vorher. Nur hat sie kleine Änderungen, die eigentlich sehr, sehr viel ausmachen. Zum Beispiel, hier die Disco ist komplett neu und der VIP-Raum plus der Tresor befinden sich jetzt in diesem Bereich. Hier an diesem Baum neben dem Shop gibt es keinen Code mehr. Also an alle, die dieses Video schauen, ihr habt einen kleinen Vorteil. Dann wundert ihr euch bestimmt, wenn ihr schon auf der Map wart, hier gibt es keine Waffe mehr zu kaufen für 1000 Gold. Denn diese Waffe gibt es immer noch zu kaufen. Die müsst ihr aber suchen, denn es gibt einen kleinen Raum, in den ihr kommen könnt. Ich sag euch natürlich nicht wie, ihr müsst einfach die Map ein bisschen erkunden. Und wenn ihr dann in diesem Raum seid, da gibt es einen Waffenautomaten und dort könnt ihr euch eine Waffe gönnen für 1000 Gold. Also dieser Automat hat einfach nur den Platz gewechselt und natürlich nur Leute, die diesen Raum gefunden haben, können sich dann diese Waffe gönnen, Leute. Und hier hinten, Leute, seht ihr das? Hier gibt es eine Zelle. Darauf werde ich später eingehen. Wir gehen jetzt natürlich erstmal hier hoch in die Disco und keiner von euch weiß den Code. Hier unten ist der VIP-Raum und ihr seht schon, keiner ist da drinnen. Und hier ist auch irgendwie ein Loch im Boden. Und wisst ihr, was sich da drin befindet? Oh ja, hier unten ist mein Tresor, der Secret Room. Und hier kann man den Code eingeben. Aber von hier kommt man da nicht unten rein. Hier sind irgendwie Glasscheiben. Ja, Mr. No-Skin, hier kommt man nicht rein. Wie kommt man da hin? Nein, auch nicht durch diesen Schacht. Hier ist auch nichts. Nee, Bro, wir kommen da irgendwie nicht rein. Und wie wir da reinkommen, das zeige ich euch jetzt. Denn da drin befinden sich ganz viele tolle Dinge. Wir müssen erstmal da oben zum VIP-Raum gehen, beziehungsweise hier zum Code zur VIP-Lounge. Und den Code verrate ich euch diesmal nicht. Nur an die Leute, die auf meinem Discord sind. Link ist unten in der Beschreibung. Nur ihr wisst den Code. Da gibt es einen Kanal. Da werde ich den Code reinschreiben. Also kommt einfach auf mein Discord. Dort werdet ihr den Code sehen. Ich gebe ihn jetzt erstmal ein und dann sehen wir uns gleich. So, Leute. Ich bin jetzt in der VIP-Lounge. Und wie hat sie den Code rausgefunden? Wie hast du das geschafft? Ist es dein Ernst? Den Code kann sie gar nicht wissen. Das Update ist gerade erst reingekommen. Ja. Du willst bestimmt auch hier reinkommen. Hier kann man chillen mit den Leuten, die mich aktiv schauen. Meine Abonnenten, die auf Discord sind. Kuss geht raus an jeden, der es hier reinschafft, Leute. Und wenn man dann hier drin ist, ja, Dr. Strange, ich bin schon hier drin, dann gibt es hier unten ein Loch. Wenn man hier reingeht und hier runterspringt und dann nach hier geht, da befindet sich der Secret Room. Oh yeah, da freut sich jemand. Du hast den Code schon rausgefunden. Und hier oben ist das Loch mit der Glasscheibe. Die können uns hier nur zuschauen, denn die wissen den Code nicht. Und ihr wollt jetzt bestimmt, dass ich da reingehe. Und ich werde jetzt auch da reingehen, aber den Code werdet ihr nicht erfahren. Was willst du von mir? Ich soll den Code hier eingeben, ne? Guck mal hier. Was da ist? Komm mal hier, lieber Farbenbombe. Ach so, du willst nicht gucken. Ich soll den Code eingeben. Ah, ja, die versteckt sich schon. Ah, nee, guck mal. Die versteckt sich jetzt im Busch. Ja, die schaut schon weg. Okay, gut gemacht. Nein, weg mit dir. Nicht schauen. Und die da oben? Guck mal, was die da oben machen. Ich finde das so nice. Okay, ich glaube, jetzt schaut mir keiner zu. Okay, wir geben jetzt einfach mal den Code ein und hoffen, dass sie nicht reinrennen wird. Und wir sehen uns gleich im Tresor. Nein, geh weg. Geh nach hinten. Ist das dein Ernst? Nein. Weg da. Du gehst nach da hinten. Die will mich nicht reinlassen. Die hat sich hier wieder reingeschlichen. Weg mit dir. Ja, genau. Du bleibst da hinten. Ja, genau. Weg mit dir. So, wir geben den jetzt ein, hoffentlich. Und die Tür ist offen und wir gehen schnell hier rein. Und jetzt sind wir im Tresor, Leute. Zieht euch das mal rein. Das hier ist der neue Tresor. Hier befindet sich eine Schlüsselkarte. Und das ist die Schlüsselkarte für das Gefängnis, Leute. Hier steht bestimmt jetzt jemand davor. Ja. Ich bin hier drin und es ist verschlossen. Wir holen uns jetzt erstmal hier eine Scar und eine Pump, natürlich ein paar Münzen für ehrenvolle Spieler und dann zeige ich euch gleich was richtig krasses, Leute. Wir brauchen nämlich auch keinen Grappler, aber wir holen uns jetzt hier diese Schlüsselkarte, Leute. Und jetzt gehen wir wieder raus aus dem Tresor. Wir klicken jetzt einfach hier auf den Exit-Knopf und schon sind wir draußen. Und Leute, könnt ihr schon sehen, ich habe einfach eine Spitzhacke, unendlich Munition, unendlich Münzen und zieht mal rein, was ich gleich mache. Das wird gleich so witzig. Wir gehen aber
erstmal da hinten zum Tresor, beziehungsweise nicht zum Tresor, ich meine natürlich zur Zelle. Wir müssen da irgendjemanden einsperren. Guck mal, wie sie mir hinterherläuft. Ja, ja, ja. Komm mal mit. Ich hole mir mal hier einen Grappler. Und jetzt passt auf, Leute, das wird zu witzig. Sie ist eigentlich mega nett, aber sie folgt mir schon die ganze Zeit. Komm mal mit. Du gehst jetzt da hinten in die Zelle. Du gehst jetzt da in die Zelle. Los, rein mit dir. Nein, nicht weinen. Du gehst da jetzt rein, Farbenbomber. Los, rein mit dir. Geh da rein. Du bist da jetzt drin. Perfekt. Wir haben sie eingesperrt. Diese Zelle, beziehungsweise dieses Gefängnis, ist für toxische Spieler. Die müssen da reingehen, wenn sie nicht artig waren, Leute. Und Noskins zum Beispiel gemobbt haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Sie hat natürlich nichts gemacht. Deswegen lassen wir sie jetzt frei. Komm raus hier. Noskin, du kommst auch raus. Let's go. Perfekt. So macht ihr das richtig. Wollt ihr mal was sehen? Guckt mich mal an, ihr beiden. Guck mal, was ich jetzt mache. Boom. Oh, ey, die sieht mich nicht, die sieht mich nicht. Guck mal, die sieht mich nicht. Oh, wer fliegt denn hier oben? Ja. Und jetzt haben die mich beide gesehen. Oh ja, das bin ich. Das ist auch neu, Leute. Das kann nur ich auf dieser Map. Ich kann nämlich fliegen. Und ich habe auch, wie ihr sehen könnt, 20.000 HP. Und jetzt tanzen wir hier oben einfach. Komm, wir lachen jetzt einfach. Guck mal, wir sind hier oben. Ja. Der Dr. Strange hat es auch schon gecheckt. Guck mal, ich kann einfach fliegen. Ja. Das spricht sich jetzt hier bestimmt in der Lobby rum. Wir können jetzt hier nämlich einfach fliegen und hier sehen wir auch das Jump'n'Run. Hier könnt ihr immer noch 2000 Gold verdienen, wenn ihr das Jump'n'Run geschafft habt. Natürlich könnt ihr euch dann Sachen im Shop kaufen oder in diesem Secret Room. Also nicht der da unten, mein Tresor, sondern es gibt für jeden zugänglich ohne Code einen, wie soll ich sagen, einen Secret Room, wo ihr euch halt diese Sniper kaufen könnt oder irgendwelche anderen Waffen für Gold. Ich habe die halt nicht mehr hier offensichtlich in den Shop gepackt, weil hier kann sich das halt jeder kaufen, Leute. Deswegen lasse ich das Ganze in so einen Secret Room, das nur Leute, die sich hier in der Map auskennen, sich diese Waffe kaufen können. Aber ich werde es euch nicht verraten. Ich bin gespannt, wer als erstes von euch diesen Secret Room findet. Guck mal, wie sie hier alle fleißig angeln. Was geht denn bei euch hier? Leute, wollt ihr mal was sehen? Ich habe hier eine Scar. Seht ihr das? Ja. Guck mal, wie sie alle hier sind. Wir müssen jetzt einfach irgendwie den Tanz machen. Komm, wir machen hier Bel Air. Ja. Guck mal, wie sie alle schauen. Die sind komplett verwirrt. Komm mal. Die ist mega nett hier. Die ist mega nett. Die bekommt jetzt von mir 1000 Münzen. Komm. Mr. Noskin. Und, ey, wer ist das? Kannst du mal damit aufhören? Ja. Wo ist der Farbenbomber? Der bekommt jetzt hier von mir ein bisschen Münzen. Hier, willst du auch ein paar Münzen? Ich glaube schon. Wo ist sie denn? Warum haut sie ab? Ja. Die weiß schon komplett Bescheid. Guck mal, ich droppe jetzt Münzen. Nein, warum rennt sie vor mir weg? Ist sie lost? Wo rennt sie hin? Ich will ihr doch Münzen geben. Bleib mal stehen. Hier, gönn dir Münzen. Los, gönn dir Münzen. Hier. Bam. Münzen für dich. Ja. Hast du dir gegönnt? Ja, komm, wie sie alle jetzt schon hier stehen. Also, wenn ihr auch in dem Video mit dabei sein wollt, am Anfang habe ich euch ja den Inselcode gesagt. Unten in der Beschreibung findet ihr auch den Inselcode. Ja. Die freuen sich jetzt. Kommt mal her. Ihr müsst meinen Creator-Code eintragen auf Ehre. Kommt mal mit hier. Kommt mal mit. Hier, checkt ihr das? Der No-Skin macht es richtig. Genau so ist es. Was willst du, Farbenbomber? Hoffentlich bist du nicht anonym. Wir schauen jetzt einfach mal, ob der Farbenbomber anonym ist. Wartet mal. Wir werfen mal hier jetzt eine Tomate auf ihn. Einen Moment, dann erwähnen wir den einfach mal im Video. Und es ist Wise Earplug 2. Ich küsse doch dein Herz. Und beim Boxfight hat sich nicht so viel verändert, außer dass man da halt, wie soll ich sagen, hier nicht mehr ins Wasser gehen kann. Hier ist jetzt eine Barriere am Start und wir gehen aber jetzt wieder mal zurück. Ist auf jeden Fall ein mega großes Update. Ich hoffe, euch gefällt das Update und ich hoffe, nicht so viele von euch finden den neuen Secret Room, wo man die Waffe kaufen kann. Ich werde natürlich sofort sehen, falls jemand von euch eine Waffe hat oder nicht, ob ihr den Secret Room gefunden habt. Ein kleiner Tipp, schaut einfach alles komplett durch, ob ihr irgendwo was findet, vielleicht einen Knopf oder irgendeinen Geheimgang, wo ihr dann in den Tresor mit der Waffe kommt. Aber auf jeden Fall sind hier keine toxischen Spieler am Start. Das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Ja. Herzchen. Er bekommt auch von mir ein Herzchen. Los, wir brauchen ein Herzchen. Hier, ein Küsschen. Bam. Genau so ist es. Ihr seid alle nett und korrekt am Start. Warte, wer hat da gelacht? Ey! Ist nicht sein Ernst, oder? Ich glaube, da muss jemand ins Gefängnis gehen, oder? Frau Aura. Ey! Frau Aura, ist es ihr Ernst? Hat sie mich ausgelacht? Die Frau Aura muss jetzt mitkommen. Komm mal mit hier. Wir müssen jetzt ein Wörtchen miteinander reden. Frau Aura, du musst jetzt da reingehen. Los, rein mit dir. Und, ey, nur die Aura. Ey, geht doch alle weg hier. Warum wollt ihr alle in die Zelle? Nur die Aura muss da rein. Warum wollt ihr alle da freiwillig rein? Sind die lost? Aura, warum geht sie da nicht rein? Check ich nicht. Aura, geh da rein. Du musst da reingehen. Los, in die Zelle mit dir. Du hast gelacht. Ja, und der andere muss raus. Ey,
Wieder öffnen. Raus da. Ey, sie will nicht rein. Warum stehen hier überhaupt so viele? Seid ihr eigentlich alle komplett lost? Wo ist sie jetzt hingegangen? Sie ist einfach abgehauen. Das hat also nicht so geklappt. Natürlich, wenn ich hier mit meinem Benny-Boy-Skin am Start bin, kann ich hier niemanden einsperren. Das ist dann komplett lost. Aber da will freiwillig einfach jemand eingesperrt werden. Ich glaube nicht, oder? Das war's komplett, Leute. Das mit der Zelle klappt natürlich nur, wenn ich undercover unterwegs bin. Wenn so viele hier vor der Zelle stehen, dann klappt das nicht. Geh da rein. Noch einen Versuch bekommst du von mir. Du gehst da jetzt rein, okay? Ich muss sie einsperren. Nee. Sie checkt sich. Dann bekommt sie lieber noch einen Pumpschuss. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, das Update gefällt euch, Leute. Lasst ein Like da und ein Abo. Kommt auf meine Party Royale Map. Hier unten ist der Inselcode. Ich küsse euer Herz. Lasst ein Like da und ein Abo. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.